Hier weht eine steife Brise von vorn jetzt, aus dem Norden, mitten in Leipzig. Wie ist es denn für euch aus dem Norden hier in Leipzig? Aus dem Norden nach Leipzig zu kommen, sind wir gewohnt, da haben wir schon Trampelfahrte, wir sind oft in Leipzig, wie wir überhaupt sehr oft hier im Osten sind, ist mittlerweile ein gewohnter Weg, aber ein bisschen aufgeregt sind wir natürlich trotzdem. Trampelfahrte? Trampelfahrte, ja. Das heißt, ihr seid gelaufen hierher? Ach, jetzt nimm das doch nicht so aus, das Ding ist, also Trampelfahrte bedeutet, dass wir nun schon öfter diesen Weg hierher gefunden haben von Flensburg und insofern irgendwie die Gefahr des Verlaufens nicht mehr allzu groß ist. Ja. Wie sehr mögt ihr die Stadt? Das ist ja auch ein besonderer Preis, immer die Goldene Henne, ein besonderer Abend und auch ein besonderer Abend für Leipzig. Wie gut kennt ihr die Stadt schon? Wie sehr mögt ihr sie? Naja, es ist tatsächlich so, wenn wir hier auf Konzerten kommen, dann haben wir das Konzert in unserem Hotel und nächsten Morgen sind wir weg. Wir haben leider nicht viel gesehen. Ich habe aber heute mal so ein bisschen die Chance genutzt, wir hatten ein paar Stunden mehr. Es ist eine wunderschöne Stadt, muss ich sagen. Also auch die Städte, die wir sonst im Osten nur im Kurztrip besucht haben, wo ich mal Zeit hatte, da ist wirklich ein Aha-Effekt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich so, dass sich mal eine Reise, eine Tagesreise einfach mal in die ostdeutschen Städte lohnt, weil es einfach wunderschön. Ja, eine Lobhudelei für Leipzig und das nicht umsonst, sondern mit Recht. Was erwartet ihr denn vom heutigen Abend hier auf der Heide? Alles. Alles. Alles, was gut ist und schöner war, es macht auch Spaß. Klar, alles macht Spaß. Ja. Was ist denn immer so ein bisschen das Besondere vom Preis zu Preis? Ich meine, ihr seid ständig oder öfter auf dem roten Teppich. Merkt man dann, dass die Goldene Henne so ein bisschen was Eigenes hat, weil es ein Publikumspreis ist? Ja, auf jeden Fall. Du spürst ja die Atmosphäre, die sich hier abspielt. Ne? Und die ganzen Mucker und die Künstler, die hier so sind und jeder, der so einen Preis kriegt, der weiß, dass es was Besonderes ist und nicht irgendwelche Statistiken und sonst was, sondern dass es eben ganz von Herzen vom Publikum kommt. Und deswegen geht es auch bei uns natürlich tief ins Herz rein. Bei mir geht es auch tief ins Herz rein. Wir freuen uns auf Santiano nachher. Schönen Abend noch. Danke dir auch. Ciao. Danke.